Erfolgreiches Abschließen der Nations League, das haben wir uns natürlich klar vorgenommen, mit allen Möglichkeiten, die bestehen. Und das andere ist natürlich auch eine weitere Vorbereitung auf die WM. Es ist das letzte Mal, dass wir zusammenkommen. Das sind natürlich auch mal die letzten Eindrücke, die die Trainer gewinnen können, auch die Mannschaft zusammen zu haben. Und deswegen werden das schon sehr fokussierte, konzentrierte Tage werden. Ich bin auf jeden Fall hier, um Gas zu geben. Jetzt nach einem guten Jahr, wo ich nicht dabei bin oder dabei gewesen bin, bin ich natürlich äußerst happy, mal wieder meine Chance jetzt zu bekommen. Und die hoffe ich bestmöglich zu nutzen. Die neue Saison ist jetzt ein bisschen besser angelaufen, zumindest Champions League gespielt und in der Liga eigentlich regelmäßig zumindest Einsätze gehabt. Und der hat gesagt, Robin, ich möchte gerne deine aktuelle Form checken. Ich möchte dir nochmal die Chance geben, dich hier zu beweisen. Und das nehme ich natürlich gerne auf und bin hier, um Vollgas zu geben. Nein, ich kannte die Nummer nicht. Es war zufällig für mich. Also ich habe mich sehr gewundert, aber auch sehr gefreut. Hat der Trainer gesagt, dass ich halt in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt habe und das der Grund ist, warum der mich nominiert und deshalb freue ich mich darüber. Ja, großer Schrecken, sehr großer Schrecken im ersten Schritt. Insofern bin ich dann doch ganz froh, auch als jemand, der 3 Bänderrisse hatte, unterschiedlichster Art und häufig Knöchelverletzungen, kann ich glaube ich einschätzen, dass das wirklich jetzt nicht eine unbedingte Gefährdung der WM ist, aber natürlich große Sorgen, auch ein Bedauern, aber ich bin froh, dass er halt in Anführungsstrichen glimpflich dann noch davon gekommen ist. Also es ist eine Verletzung, die natürlich unangenehm ist, aber wo man auch relativ schnell wieder anfangen kann, eben auch zu belasten. Und ich glaube, das ist schon gut möglich.